Department Justice. Da sind wir auch schon in der Runde mit unserer Konde. Los geht's. Ich sehe 5 Superschiffe. Ach du Scheiße. Toll. 1, 2, 3, 4. 4 T9 Schiffe. 5 Superschiffe und der Rest 10er. Die armen Neuner, Alter. Die armen Neuner. Ahoi. So, was machen wir jetzt hier Schilliges? Gleich auf HE-Laden. Aber keine Super-DDs. Nee. Allgemein bloß. 2 DDs und ein U-Boot hätte ich nicht gedacht. Wir haben so lange gewartet. Das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Kano ist da drüben. Deniere übrigens gerade hier im Backoffice. Der kann heute leider nicht mitfahren. Der hat Internetprobleme. Lausewitz ist da. Beige ist da. Ich fahre mal hier bei Ahmed. Ach, nimmst du das als Folge auf? Ja. Mach ich immer. So. Bei den Superschiffen, die schneide ich immer alle zusammen in die Folgen. Ja, da habe ich immer nicht so die Muße zu, eine Stunde konstant, die immer so hintereinander zu fahren. Und da picke ich mir dann mal so ein paar schöne Runden raus und dann schneide ich die alle zusammen. Wegen dem Matchmaker oder warum? Nö, ach, T11 allgemein so. Achso. Bist immer so OP, weißt du ja. Als Opfer ist in den Runden, man ist OP, das ist immer das Gleiche. Bobom, bobom. Hallöchen, Annapolis. Wo geht verdammt nochmal meine Salve hin? Naja, 1200. Immerhin, immerhin. Hätte man theoretisch den alternativen Feuermodus gleich mal nutzen können. Aber der müsste gleich wieder aufgehen. Guck mal, Breitseite zeigt. Nicht komisch, guck mal, ob die Annapolis Breitseite zufällig gerade zeigt. Den kann ich es nochmal probieren. Dann kann ich es gerne nochmal probieren, aber verliere nicht den ganzen Flieger da. Geht kein Risiko ein. Nee, zeigt er nicht. Ja, schade. Hätte ja klappen können. Bom, 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 bom. Von alle noch spitz. HI, HI. Motorboost ganz schnell. Nur 5000 bei der Nippus. Nice. Das tat, glaube ich, weh. Das tat mir weh. Au! Die Scheiße Zoom hat mir jetzt echt eine Zieder gedrückt auf 22 Kilometer. Obwohl ich sogar stehen geblieben bin. Wie auch immer er das erkannt hat und richtig vorgehalten hat. What the fuck? Annapolis ist down. Wunderschön. Wenn ich so weiterfahre, bin ich auch gleich down. Aua, 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 aua. Ich hoffe, euch hat dieses Konde-Video gefallen. Voll geil. Tolle Runde. Runde. Ich gerade. Gerade wolltest du das nicht aufnehmen, gerade wolltest du es nicht zusammenschneiden. Gerade sag mal. Ja, muss ja nicht alles. Die Abschattung zeige ich ja nicht. Die gibt's ja gar nicht, weißt du doch. Die gibt's doch gar nicht. Auch nicht bei Roller. 5000 auf die Sherman, nice. Haben wir jetzt aber nicht getraut, weiter dahin zu gucken. Wegen der Satsuma. Müssen wir erstmal drehen. Satsuma ist Overkill. Vielleicht hat er auch falsch vorgegangen, du hättest einfach weiterfahren müssen. Das kann natürlich auch sein. Ich will gleich wissen, wie oft das schon passiert ist, dass Leute total bekloppt vorgehalten haben, völlig falsch und dann denkst du ja, oh gut, da kommt eine Salve, ich lenk ein, ich bleib stehen und du lenkst voll in die Salve rein. Ich will gar nicht wissen, wie oft sowas schon passiert ist. Wie weit du treibst, der konntest da einfach nichts gegen machen. Oh oh, oh oh, nee, Minnesota hat nicht um mich geschossen, okay, okay. Even ist da. Ist ja auch aggressiv wie die Gegner, die pushen also bekloppt rein. Es funktioniert. Könnt diese Türme mal drehen, meine Fresse. Hallöchen, Pommern. Versuche dich erstmal ein bisschen zu ärgern. Bin ich einen hier abgefackelt. Ich krieg's Gotzen. 1-6. Zu wenig, zu wenig. Wir brauchen mehr Damatsche, Damatsche. Leider doch keine schönen Breitseiten, die man strafen könnte. Genau, da ist der Witz von gestern von Admiral Tirpitz. Ne? Irgendwann ist das Maß eben voll. Der war gut gestern. Hast du Mars denn auch gespielt? Nee. Nee, den ist nicht witzig. Tut mir leid. Also den kann ich nicht lollen. Ach so. Kleines Roffel vielleicht, aber nicht lollen. Schon. Jetzt lenkt der ein. Willst du mich verarschen? Oh. Wie man's macht, ist falsch. Wie man's macht, ist falsch. 6 Abpraller, das hat sich richtig gelohnt. Nice, Krado. Hallöchen, Minnesota. Huhu. Ich hab mich geschossen. GGCV, I'm only in the team. Aha. Er ist allein im Team. Allein, allein. Was ein Druck hier bei A. Heftig, heftig, heftig.
Jetzt hier sieht aber auch nicht so gut aus. 6-5, nice Salve, jetzt sehe ich nichts mehr. Der Kase war kurz offen, leider nicht lange genug. Minnesota, Minnesota. Wann die Tops eigentlich? 9 Kilometer. Oh, interessanter Wert. Oh Gott, hier geht wieder los hier. Im Ingame-Chat wird schon wieder ganz viel geschrieben. Das ist die letzte Runde, natürlich wird da viel geschrieben. Seh du auf Minnesota, schön, Nikrovis. Hat er gleich gerochen, hat von oben gesehen, der kennt jedes Signal drauf und konstant weiter angegriffen. Schönes Ding. So muss das sein. Er bewegt sich im Nebel. Das war überraschend. Ja, glaube ich. Das glaube ich. Ich meine, der war ja so gut wie tot eh schon. Aber das glaube ich dir sofort. Lob. Auf die Tor-Apps. Was ist da denn noch? Eine Patri fährt da noch rum. Ach du Scheiße. Auch so dicke Schlachtschiffe hier irgendwo. Haben wir. Und das ist jetzt. Ah, greif mich nicht an. Das ist gut. Ob sind da irgendwo? Stehen wir mittendrin gerade im ganzen Kreuzfeuer. Ich will überhaupt nicht sein. Doch. Tom, dreh dich. Du fährst halt die ganze Zeit im Kreis. Ja, die kommen aber alle mit. Ich will immer weg von denen und die kommen alle hinterher gefahren. Ja, ekelhaft. Ist ja furchtbar. Cruiser down. Das ist Satsuma. Da kommt die Sherman. Die ballert sich jetzt hier auf mich leer. Das ist auch nicht so schön. Zimmerzeug voll bereit, Seite. Erst interessant. Satsuma. Vom Winkel her überhaupt nicht passend. Scheiße, jetzt hat er gerade weggeguckt. Wo steht er? Der steht genau da. Bam! Schöne 7000. Satsuma, jetzt komme ich nicht mehr ran. Shit. Sherman. Nuphalland, lol. Okay. Es ist wieder so eine Runde. Angi, Tyko, Dla, Vibranch, Toni, Sabitvi, Tobus, Tafki. Mach ich nicht. Ablecken. Ich bin unsichtbar, ich komme gerade eh nirgends ran. Soll ich Hä in den Chat schreiben? Oder Boost! Schreib deine Twitch URL rein. Ja. Tykrono hier. Suchen noch Zuschauer. Wollt ihr zugucken? Großartig. Kommt immer gut. Ich hab die Baller vor mir. War da gerade ein Ping oder was hab ich da gerade gesehen? Da war echt ein Ping. War ja lang zu sehen. Richtig toll. Ihr habt gehört, Wargaming hat gesagt, das war richtig toll. Verkürzt ruhig den Ping, ja. Verkürzt die Scheiße ruhig. Man kann so unglaublich gut darauf reagieren, wenn das innerhalb von einer Millisekunde immer weg ist. Das ist ganz, ganz toll. Sherman da vorne. Sherman. Der Sherman. Sherman. Keiner macht dich mehr an. Ach Gott, Alter! Sei der Dank, durch den Vornamen denke ich immer direkt an Faustkamp. Sherman? Ja, Faust. Ach so, der Vorname. Sherman? Der hieß Sherman mit Vornamen? Oder? Nee, mit Vornamen Sherman nicht. Na, Satsuma, tat es weh, als ich dich traf? Nö. Ich mach dich gleich kalt, Konne. Konne, ich mach dich gleich. Konne. Aber du bist die Konne. Ah! Gut. Irgendwo da. Mach mir mal den CV nochmal auf, den kann ich killen von hier. Ah, kommt ran. Geh drüben. Total geil. Schön, jetzt hab ich einen abgeschossen. Yeah, ich hab noch einen abgeschossen. Direkt der Treffer-Unterstützer. Beide getroffen mit U-Boot. Nice. 8 Sekunden noch. Wo ich die gerade überhaupt hingeworfen? Wo war das überhaupt? Ach Gott, Alter. Lol, hat der mit der Hand da gezoomt gerade? Lol. Manchmal muss man selber Hand anlegen.
Ach ja, ach ja. Die scheiß Igel. Kaka! Kann man nicht ausweichen. Diese taktische Staffel, das ist der letzte Trick. Ja, natürlich 11.000. Es ist so verrückt. Vergiss es mit dem CV, den kriege ich im Leben nicht tot, aber ich bin gleich tot. Dann kommt der letzte Anflug und das war's mit mir. Ach, scheiße. Das war ärgerlich. Kann aber auch nicht viel machen gerade, leider. Oh, Batterie noch, Leute, Booster. Huch, jetzt kommt Sherman hier sogar rüber. Bin noch schlimmer. Der Winkel ist so scheiße, ich mache hier gar nichts. Ich könnte bloß mit H irgendwie was... Ah, U drücken! Irgendwie was bewirken, aber ich bin tot. Der Punkt genau! Die sind so bekloppt, diese Elber-CVs. Es ist so bekloppt. In der Kurve und das Punkt genau auf mein Schiff, den Ruf. Das ist doch völlig irre. Ach, schade. Das ist kein F-Skill-Moment gewesen auf der CV. War es gerade. Bin 13 Mal abgeprallt, glaube ich. Da war kein Damage zu holen. Da war mein Kaliber zu klein für. Ich hätte mit HE theoretisch das machen können, hätte aber nochmal umladen müssen und ich hätte eventuell wäre ich vorher sogar schon gestorben. Schade, schade. Ah, das U-Boot haben wir nochmal ordentlich getroffen. Oh, du ärgert mich. Ich hätte ja noch ein bisschen mehr wegen dann gemacht. Wegen dem. Ja, aber manchmal muss man halt einsehen, dass man nicht groß genug ist, dass das Kaliber nicht groß genug ist. Ja. Und dann, ich habe den Wortwitz verkackt, es tut mir leid. Ja. Zum Glück sieht der CV hässlich aus, daher stört es mich nicht weiter. Liebsten Mal, gern geschehen. Liebsten Mal geplonkt. Jotza 90 hat's gekonnt. Hätte jetzt gedacht, du ersetzt alle Lyrics durch plonk, 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 plonk. Auch nicht schlecht. Wie Droggelbecher, wa? Plonk, 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 plonk. Mir landen immer eine Bombe links vom Schiff, eine rechts vom Schiff und 200 Meter hinter dem Schiff. Klingt nach meinen CV-Skills, ja. Geh ich mit, ist bei mir auch so. Ich meine, dieser Zuma könnte den feindlichen CV rausnehmen, ne? Also sieht so aus, als ob der jetzt gerade weggefahren wäre. Wir holen langsam Aufpunkte technisch. 5-3, 7 Minuten noch zu spielen. Das könnte doch was werden. Dumm, dumm. Ah, ne, Krovis, der übrigens gerade mitfährt. Danke für den Sub, 8 Monate. Mir ist aufgefallen, dass mein Abo ausgelaufen ist. Gleich mal Abo hauen. Geil, ne, Krovis. Merci dafür. Und durfte natürlich gleich eine Runde mit. Wisst ihr, man kauft sich hier rein in die Runde. Man kauft sich rein. Oh, fett ist Satsuma. Ist Satsuma selber aufs U-Boot? Der lebt noch. 510 mm. Ist er abgetaucht? Ah, ne, er ist abgetaucht. Oh, die ist Satsuma darauf geballert. Wasserbomben treffen aber sehr. Ja, ja. Leider muss Bereichsschaden, kein direkter Schaden, sonst wäre der tot gewesen. Das sah aber gut aus. Das sah aber gut aus. Von der Repo können da noch welche kommen? Clausewitz? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Auch die Clausewitz-Baller drauf, obwohl der abgetaucht ist. Zwei Leute hier in der Runde, die nicht wissen, dass, wenn U-Boote abgetaucht sind, dass man die nicht trifft. Ich weiß es nicht. Ich hoffe oder nicht. Die hoffen, dass er auftaucht boom, im gleichen boom, Moment. Boom, boom. Jawohl, hat er ihn. Sir Lancelobu. Gut gemacht. Sehr gut. Richtig gut. Richtig gut. Hoffen, dass er auftaucht. Hast du schon mal ein U-Boot irgendwie dahin geschossen und dann ist er aufgetaucht und dann hast du ihn getroffen? Ein U-Boot braucht ungefähr 3 Sekunden ungefähr, um aufzutauchen und abzutauchen. Theoretisch, wenn deine Salve denn da 12 Sekunden fliegt, kann er 3-4 Mal auf- und abtauchen in der Zeit. Oft genug, ja, echt. Krass. Als Kongo habe ich seit gestern. Lukas, viel Spaß damit. Tolles Schiffchen. Nicht Breitseite zeigen, schön Reichweite nutzen und gib ihm. Ja, lächerlich, hab ich gemerkt. Nikrovis hat die Sherman gekillt. Nice. So macht Spaß. Ihr hasst mich jetzt, das gibt Karma minus. Das ist ein Lob für den CV. Wenn du CV spielst und nach der Runde steht da -4 oder so bei deinem Karma-Wert, dann warst du richtig gut. Dann sind da 4 Leute, die sich in den Schlaf weinen. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann bist du richtig abgegangen. Schulter an Schulter. Ah, nette Runde, 147.000. Dafür, dass ich nicht mal so recht wusste, in welchem Moment ich was hier gerade irgendwie wählen soll.
Kondo ist so ein Schiff, wie man das nicht regelmäßig spielt, so viele Verbrauchsmaterialien. Du hast sehr gutes HE, gutes AP, du hast den alten Feuermodus, du hast Verbrauchsmaterialien ohne Ende. Das ist gar nicht so einfach. Mein Potenzial ist da, unglaublichen Schaden zu machen. Dann hätte mich der scheiß Flugzeugträger nicht rausgebombt in zwei Angriffen. Da hätte ich auch noch ordentlich was machen können. Mein Karma geht schon ins Negative, wenn ich CV spiele. Glaub. Aber nein, geht nicht. Negative gibt's nicht. Ich bin jetzt schon wieder eine Ehre, so als CV-Spieler. Mein Rekord bei Karma ist minus 8. CV-Main, man hört's raus. Na, 147.000 nette Runde Unterstützer bekommen. Yeah, 2000 Grund-EP. Nikrovis hammergeil gespielt. Satsuma gut dabei, Repo gut dabei. Auch unser Commander P06, selbst er war hier noch gut dabei. Haben eigentlich alle schön gespielt. Die Beige hat die nicht so richtig Spaß gehabt, glaube ich. Aber das ganze Team war richtig, richtig stark. Aber die Gegner auch. Tatsächlich. Hier Nepalis, die haben wir gleich am Anfang massakriert. Da werden sie. Der hat gefehlt hier. Wäre der noch da gewesen, hätte die ganze Zeit geballert. Wir wären ja viel schneller da alle geschmolzen. Aber geil. Das war eine richtig schöne Runde. Wie soll ich hier ein Ausrufezeichen? Ökonomische Boni. Was? Nein. Keine roten Boni mehr hier für Kapitän CP. What? Rockgaming, schnell. Würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Runde, Konde. So, da sind wir schon in der nächsten Runde, Konde. Weiter geht's. Mit dabei der Schlachtschiff-Ingenieur Satsuma und der Razeliner Satsuma. Super Divi. Wir haben in Nepalis Edgar drüben bei C. Ich werde mich bei A orientieren. A, B irgendwie so alles zusammenrotzen. Mal gucken, was wir da so machen können. Der Shit ist natürlich auch wieder dabei. Da kommt ein Nachfolger von raus. Wovon? Von Black and White? Ach. Ich glaube, sie da einen Nachfolger rausbringen. Sie sollte mal ein Remake rausbringen. Das war so cool. Die eine Szene werde ich nie vergessen, wie du da Black and White, Göttersimulation von früher. Da gab es irgendein Schiff und die wollten immer Getreide haben. So ein Schiff, was gestrandet ist oder was sie bauen wollten. Und da waren die Seemänner. Und immer wenn du die angequatscht hast und die Aufträge abgeholt hast, dann haben die angefangen zu singen mit Akkordeon. Das war so cool. Das hatte richtig Charme, das Spiel. Black and White. Immer zu C, um dies auszubalancieren. Perfekt. Hört sich gut an. Die eine Schliefen hat da sonst, glaube ich, auch Probleme. So. Give me Gegner. Jetzt muss ich erstmal umdenken. Die ganze Zeit Patrick gespielt. Dann muss ich erstmal wieder reinkommen. Hier eine Konde. Im Spiel wurde mein Name immer gerufen. Darkwalker? Mit Black and White. Das etwas andere Tamagotchi. Ja, das stimmt wohl. Aber den Tiger. Einen Wolf, glaube ich, gab es. Einen Tiger. Eine Kuh. Die Kuh hatte ich auch mal. Und einen Affen, glaube ich, gab es noch. Das waren die vier Tierchen, die man sich aussuchen konnte. Konntest du auch verprügeln und schlagen, wenn sie nicht gehört haben. Und war schon sehr, sehr interessant, das Spiel. So. Kremlin steht weit hinter mir. Kremlin. Gau. DD. Gau. Wir haben kein DD. Ein DD. Okay, so viel dazu. So eine Runde wird das also. Satsuma fährt rüber, Monty fährt rüber, die andere Satsuma fährt rüber. Ich glaube, ich kann mich gleich umpositionieren. Ich habe so ein Gefühl, dass hier auf der Flanke überhaupt nichts übrig bleibt. Und durch Fliege offen. Das ist jetzt ein doofer Moment dafür. Das ist ein richtig doofer Moment dafür. Beschütze rum, bitte. Dankeschön. Bam, bam, bam. Wenn die Türme nicht so lahm bei der Konde, wäre das so ein geiles Schiff. Aber nein, das ist auch so ein geiles Schiff. So, warte mal, wir müssen jetzt eh komplett drehen. Dann müssen wir auch die Türme drehen. Ich habe alles daneben geballert. Habe ich super geil gemacht. Jetzt hätte ich auch AP ballern können. So. Blub. Bei alternative Feuermodus kann ich mal zwei Salven noch abgeben. Wenn wir jetzt eh die Türme drehen müssen, weil das so lange dauert, können wir derzeit auch mal kurz lange nachladen. Hallöchen Satsuma. 10.000 und 2.000. Oh, ist okay. Hätte schlimmer sein können. Das hätte schlimmer sein können. Tilling. Ja, defensives Flakfeuer. Guckt euch das an, mein defensives Flakfeuer, wie das arbeitet. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich mach 0 Damage bei denen. 1500 Flugzeugdamage muss gemacht. Was ein Joke. Was ein riesengroßer Joke. Jojojojojo, ist jetzt mal träumen. Ja, eiskalt getroffen. Gott sei Dank, träum weiter. Sogar im vollen Einlenken. Wie hat der mich so genau getroffen? War aber, glaube ich, eher die Annapolis, ne? Dazu mir, glaube ich, ein bisschen mehr reingekloppt. Glöb. Wie viele Leute ich konnte nicht haben? Gibt es Vergleiche aus dem Baum oder ist die einzigartig? Oh, schwierig. Schwierig. Ich würde jetzt sagen, hier Marseille und Cherbourg, wie die Dinge alle heißen, aber die spielen sich doch noch anders. Das Ding ist hier deutlich. Also,
würde ich jetzt behaupten, deutlich agiler. Geht schon eher Richtung Schlachtkreuzer. Wie so eine. Ja. Wenn du die Henry kennst, bloß halt fetter. Muss man ganz. Oh Gott, ich bin viel weiter vorne. Muss man ganz leicht auszudrücken. Die Henry bloß auf ganz anderen riesigen Level. Hab von einem Krankenhaus angerufen, sagten die, wir verbinden sie weiter. Au. Au. Guter Joke, guter. Fand ich lustig, brauchst keine mehr bringen. Mein Joke-Level ist reicht. Die Henry nur deutlich träger. Ja, schon fast Richtung Schlachtkreuzer-Niveau geht das hier. Aber es funktioniert sehr gut. Wenn man nicht so eine Runde hat, wo alle Gegner wegfahren. Und siehe da, was haben wir hier? Alle Gegner fahren maximal weg. Wer ist krepiert bisher? Die arme Iowa. So, was machen wir jetzt hier? Nur hier noch ein Stück fahren, um überhaupt wieder schießen zu können. Hallöchen, Konde. Irgendwo da. In die eine Station, mal kommen wir fast ran. 119.000 Leben. Warum hat die eigentlich so viel Leben, die Satsuma? Konda abgefackelt, sauber. Kurz mal jetzt hier erstmal viel mit HE. Müssen wir erstmal kurz wieder einspielen. Das mit HE mal leichter den Damage machen. Burn, burn, burn! Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich glaube, da hat einer gelöscht. Habt ihr das auch gerade so gesehen? Ich glaube, da hat einer gelöscht. Und er wird unsichtbar. Fuck my... Und er wird sichtbar. Okay. Doch nicht fuck my life. Fuck my life. Na, 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 na. Naja, nicht voll nutzen können, die Hauptbatterie nachladen, Booster. Das hätte besser laufen können. Und selbst reden brennt er nicht nochmal. Warum auch? Warum auch? Und er brennt. Geht doch. Meckern hilft immer. Meckern, meine Freunde, hilft immer. Hallöchen, Alaska. Ich glaube, ich habe die Groningen gefunden. Ich habe so ein Gefühl. So ein heißes Gefühl im Nacken. Das ist ein schöner AP-Moment. Jetzt muss der Spielbus noch wollen. Das Spiel will aber nicht. Was ist das für ein scheiß AP-Moment hier? Wo ist hier der Damatsche? Ich will da Matsche. Warum steht die nicht schliefen noch weiter hinter, als ich schon hinten stehe? Warum? Man fragt sich, wieso, weshalb, warum. Schliefen, kannst du bitte wenigstens so tun, als ob du an die Front willst? Sniper, Schliefen. Bom, 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 bom. Und jetzt aber. Quatsch! Nummer 6000. Sauber. 200 und down. Den neuen haben wir zerlegt. Geil. So, Jutland heute B. Er versucht es auf jeden Fall. Da kommt die Nashim auf 11 Kilometer. Müssen wir gleich mal aufpassen. Nashim, Nashim, Nashimov. Nashimov, Nashimov. Achte. Na. Schöne Salve. Ne, kommt nicht. Das hat der Satsuma, glaube ich, gerade wehgetan. Hat es weh, als ich dich traf, Satsuma? Hoffe doch. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Bababam. Oh, Batterie nach Ladebooster. Klatsch, 5000. Tschüss, Ding. Komm, nochmal nachladen. Ich baue noch eine Salve, ich baue noch eine Salve, ich baue noch eine Salve. Bremst der gerade ab. Boah, 10.000, schönes Ding. Gonde, Gonde, Gonde. Jetzt lenkt er ein. Oh, nochmal 3 gedrückt, sauber. Und was für eine kurze Zeit ich hier Damage drücken könnte mit diesem Teil, das ist einfach Wahnsinn. Wenn die Gegner auch nur anfangen, wie Breitseite zu stehen, die kriegen so auf die Fresse von euch. Ehrlich. Das macht Spaß. Oh, wir bleiben sogar unsichtbar. I like. I like, I like. Ah, shit, das ist die Rolling schon. Nochmal viel mehr getroffen, nochmal 7000 gedrückt. Sauber. Hey, Satsuma. Moment. Schliefenfahrer wünsche ich Adlerauge. Ja, aber da hat er auch nicht mehr Reichweite. Er kommt da ja nirgends an, darum verstehe ich das nicht, was er da hinten macht.
Ich verstehe es einfach nicht. Du kannst ja gar nichts machen von da hinten. Nicht. Zu deutsch schon angewinkelt. Lenz ist down. Down. Oh, er hat zurückgeschossen. Aha. Tick besser weg als meine Patrie hier, die Konne. Klingt komisch, ist aber irgendwie so. Konde. Fuck you. Hilf Helizzi, Anazzi, Skidgrü, Elitzi, Wargaming, frack you. Okay. Let it go. Was hat er denn? Ja, wo drückt denn die Schüle? Schülele. Beste Laune. Ja, der hat richtig gute Laune hier in der Runde. Der hat richtig gute Laune. Hi, Groning. Was geht? Groning, ich hab gehört, du willst dich dahinter weiter verstecken, wa? Runde. Groningen. Habt ihr gewusst, dass die Groningen keine Torpedos hat? Ne. Hi, Groning. Dass unsere Stiefen auch weiß. Ich weiß es nicht. So! Mal löschen, mal heilen. Okay. Damit lässt sich doch arbeiten. Oh, drücken, T drücken. Bald alles an, was wir hier anmachen. Scheiße, die sind gleich dran, die Naschima. Ich dachte, der wäre schon dichter. Man sollte auch mal gucken, wie weit die weg sind. Ob man hier irgendwas macht. Einer, zwei. Immerhin zwei. Das hätte noch viel schlimmer sein können. Okay, ich habe so das Gefühl, ich mache hier nicht mehr lang. So schön der Push auch war. Kostet mir trotzdem hier gerade meinen Kopf. Und der hat gelöscht. Und ich bin down. Ja, war klar. Das war leider klar, der Konki von da drüben. Schade. Aber wir mussten pushen. Wenn die Schlachtschiffe das nicht wollen, wenn die Schliefen nicht will. Ja, die Schliefen hätte er nur reinfahren müssen, die ganze Zeit und diesen scheiß Kack da rausnehmen müssen. Der musste weg, der DD. Jetzt haben wir wenigstens eine Chance, da zu cappen. Ärgerlich. 172.000, aber nette Runde. Nette Runde. Malta ist aber auch toxisch. Einfach nervig, solche Leute. Wer, was, wo? Wer ist Malta? Bordobello. Schreibt doch gar nichts. Aber doch. Ach, das ist der. Fuck you. Wargaming, frack you. Was hat er denn, Alter? Er spielt Malta. Hol nicht rum. Geht der hinten auf der A-Linie? Hätte auch schon mit Dichter ranfahren können. Guys, please. Cap. Die Idee ist down. Schade. Dass der Konki mich da so erwischt hat. Die Runde geht verloren, weil die Grünen nicht reagieren. Ja, ist halt so. Wollte es halt erzwingen. Ich dachte, der Zerstörer war das Hauptproblem. Aber guck dir an, die Schlieven fährt schon wieder voll weg. Ich fährt die lieber komplett breit, sei die ganze Zeit, als irgendwie mal was zu probieren. Warum schreibst du das dann alle? Das war keine Absicht. Das sollte nicht an alle. Problem ist das grüne Team. Ist es meist. Da kommt die Edgar angefahren. Edgar hätte auch schon längst im B-Cap drin sein können oder in C oder whatever. Gut, ich meine, die Annapolis ist da noch, da vielleicht Angst wegen Radar. Kill-technisch, gerade mal 4 Kills pro Seite und so ein... Guckt euch mal diesen Unterschied an der Punkte. Beim Team Rot hat keinen Grund zu pushen, die stehen hier trotzdem überall drin. Team Rot hat alle Punkte und ist trotzdem aggressiver als Team Grün. Obwohl Team Grün jetzt aggressiv sein müsste. Das ergibt alles keinen Sinn. Das ergibt alles einfach keinen Sinn. Sehr merkwürdig.
Und boom, 4000 bloß, lächerlich. Und boom, auch 4000. Und Monty Salve kommt auch noch. Tony Montana in der Montana. Boom, shoot down. Ja, Schlieven, wärst mal vorhin mit voll Leben dahin gefahren. Hätte vielleicht besser geklappt. Manchmal versteht man es nicht. Ja, du, alle zu passiv. Haben alle halt Angst, dass irgendwas passieren könnte. Haben alle Angst, dass sie in irgendeine doofe Situation kommen. Aber du brauchst doofe Situationen. Aus doofen Situationen kannst du manchmal auch viel rausholen. Wenn dann halt eine Konda alleine nach vorne fährt, in C dann drinsteht und DD killt, dann stehst du da alleine. Machst du nichts mehr. Könnten jetzt bloß noch gewinnen, wenn sie jetzt alle irgendwie noch schnell töten können. Da aber der CV auch noch dabei ist, also sehr unwahrscheinlich. Ducky, danke für den Sub, 6 Monate. Halbe Jahr schon rum und Thunder, 15 Monate. Auch dir vielen Dank. Dankeschön. Merci, merci. Komm, Razel, gib alles. Kill die Monty. Monty fast down. Und rein in den scheiß Cap jetzt. Ah, die stehen ja schon fast hinter uns hier. Jutland, die Top, die Jutland macht das richtig schön die ganze Zeit. Er versucht zu wechseln. Nee, die gehen alle vorbei. Schade. Er versucht zu wechseln. Wäre mir lieber gewesen, hätte die Jutland die ganze Zeit hier C gekappt, B gekappt, hätte sich um die anderen die D gekümmert, etc. Razel hat richtig gefressen. Aua, aua, aua. Ah, oh, Monty plus 4000, schade. Komm, Hopsebomb. 11.000. Au. Hm. Naja. Gerade wieder kaputt. Nun hat das Team wieder eine Chance zu gewinnen. Böse. Fand ich, habe mich ja eigentlich ganz gut geschlagen hier gerade. Rein damage-technisch haben wir schön was gedrückt hier. 172.000 in der kurzen Zeit. Das war nett. Das war sehr nett. Edgar war sogar noch besser. Schade. Sollte nicht sein. Gegner haben das verdammt gut gemacht. 1-2, der vorletzte. Der erste hat 2-2. Hier bis 1-5, 1-8, 1-9. Das ganze feindliche Team war gut dabei. Schade. Unser Nepalis, 500 Grund-EP. Die Schliefen, der am Ende eben gestorben ist, das vorletzte. Ah. Minus gemacht. Wir gucken mal. Nö, 367.000 plus. Ich habe aber auch das 160% Bonuspaket drauf. Das darfst du halt nicht vergessen, ne? 11 Minuten gespielt. Also war ich in der Runde. 172.000. Geil. Das hätte auch deutlich mehr werden können, aber die Runde wäre eh irgendwann vorbei gewesen. Grauenhaft. Schönen Abend, Dekado, und viele spannende Runden. Dankeschön, Schlachtschiff-Ingenieur. Passiert. Lass dich nicht ärgern. Lass dich nicht ärgern. Erkos. In vino veritas. Bist du da? In vino veritas. In vino veritas. Ist wohl nicht mehr da. Gut. Ghost of Death. Du bist dran. Konde, Konde, Konde. Ein tolles Schiffchen. So wie ich sie jetzt geskillt habe und so wie sie auch jetzt hier ausgebaut ist, komme ich ganz gut klar. Hydro hat mir jetzt in der Runde den Arsch gerettet. Ich nehme lieber tatsächlich defensives Flakfeuer mit. Gefühlt ist andauert wohl so ein CV dabei. Hier habe ich das sogar mit. Hier habe ich sogar das mit. Was habe ich das denn geskillt? Was habe ich das denn mitgenommen? Warum habe ich denn nicht hier Dings mitgenommen? Hä? Wo habe ich die Abfragechance nicht erhöht? Was haben wir für eine Chance? 23. Den falschen Kapitän hier auf dem Schiff? Nee, Mann, das muss ja der sein. Hab den Motorboost 10% länger eher geskillt als das andere? Ergibt nicht wirklich Sinn. Das ergibt absolut Sinn. Inspekteur ist ein absoluter Skill hier. Den braucht ihr unbedingt. Ich skill mal ganz kurz um. Wir skillen mal ganz kurz um. Das passt mir gerade gar nicht. So. Das war, wenn wir im Nachteil sind, die Genauigkeit und die Schiffsgeschwindigkeit. Und das war bei unserem Tarnwert innerhalb unserer Verborgenheitswertes. Genau. Was wir noch rein theoretisch machen könnten, wäre AP verstärken. Was wir auch noch machen könnten, wäre theoretisch HE verstärken. Kommen wir auf 15. Nee, ist mir zu viel. Man könnte das aber theoretisch nehmen, und wenn du innerhalb von 15 Kilometer einen hast, dann wirkt das hier dauerhaft. Ist die Ladezeit halt dauerhaft um 10% nochmal runter. Aber nee. Wäre vielleicht auch mal irgendwie denn im Nahkampf agieren. So. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir noch mit? Wir haben noch 8 Punkte. Wir können halt beide mitnehmen. Habe ich was Wichtiges vergessen? 5% bei AP ist drauf geschissen, das bessere Haar ist auch drauf geschissen. Trägerzünder brauchen wir nicht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Skillung war von Disco, die du da hattest. Ah, okay. Da war mit drin, dass der Motorbus länger geht. Da siehst du mal. Das ist immer so ein persönliches Empfinden, was man dabei natürlich dann auch hat.
Und wenn das zum eigenen Spielstil eine andere Skillung besser passt, dann man muss ja nicht die Vorgefertigten bei uns auf dem Discord nehmen. So. Klick. Mecklenburg, Hayate Konde. Let's go. Dann wollen wir mal. Und gucken, ob wir mit der Skillung jetzt besser klarkommen. Checker, 38 Monate schon dabei. Dankeschön. Merci, merci. Über 3 Jahre schon. Malta, Flugzeugträger, yeah. Ihr merkt schon, warum ich defensives Flakfeuer mit habe. Gefühlt in jeder Runde. Da wollen wir mal. Audacious, ich hoffe mal, der spielt die gut. Malta ist ja, glaube ich, ein Ticken besser. TF vs. TF only. Only einer, ja. Hab keinen Smoke dabei. Oh, oh. Oh, oh. Ich fahr mal gleich hoch zu dem mit. Schröder's unten. Schröder's unten. Okay, ich fahr zu dem mit. Bussi 3. Okay. Viele Schlachtschiffe. Geil. Nur schön abfackeln alles. Mit der Konde nicht so viel stehen bleiben. Das Beste, was ihr machen könnt, ist in Bewegung bleiben. Ihr habt so eine hohe Geschwindigkeit, ihr könnt so geil schnell abbremsen, Motorbus nutzen, um nochmal Geschwindigkeit Schub zu kriegen. Ihr habt eine relativ gute Ruderstellzeit hier, das also im Vergleich dazu, wenn wir das jetzt mit Schlachtschiff und Co. hier vergleichen, da kannst auf 18, 19, 20 Kilometer den Salven relativ gut noch ausweichen. Aber wenn ihr erstmal irgendwo stehen bleibt, dann seid ihr dauerhaft unter Beschuss. Das geht dann ganz schnell. Und weil die Konde nicht gerade klein ist, dann tut's auch, also trifft auch alles gut. Ich habe einen Nork im Team gehabt, der auf 21 Kilometer HE geschossen hat. Jetzt habe ich alles gesehen. Naja, lass ihn doch. Schreib anderen nicht vor, wie sie spielen sollen. Claptrap, 43 Monate. Dankeschön dafür, Claptrap. Mammut 40. Nee, was? Mammut 40. So heißt er. 5 Monate schon. Da bin. Viel Erfolg. Dankeschön. Dir auch viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn du selber spielst, auch viel Erfolg. Aber nur, wenn du bei mir in der Runde bist. Wenn du bei mir im Feindteam bist, dann natürlich nicht. Na scheiße, keine Ahnung, wo ich da hinballern soll. Dreck, alles Dreck, Dreck. Drück, drück. Hufe spawnen von unten lang. Ich hab mich jetzt schon falsch entschieden. Bababam. Poltergeist, stür. Get back. Die überhaupt hier ankommen, ist ja frech. Arschen? War gerade die Kremlin. Das war nicht gerade die Pommern. Jetzt will ich gerade sagen, dass mir eine Pommern hier gerade 30.000 gedrückt hat auf der Seite. Ja, guter Start in die Runde. Runde hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir skippen dann mal in die nächste Runde. Skip. Das hat sehr viel Freude bereitet. Das war toll. War das super U-Boot, lol. Nee, war kein super U-Boot. War, glaube ich, die Kremlin, die da so reingeballert hat. Aber alter Schwede, hat der gut getroffen. Und das mit dem ungenauen Kahn. Das musst du erstmal nachmachen. Holy shit. Holy shit. Aber Adrenalinrausch wirkt. Das war ja Absicht. Ich kann mich ja jetzt extra runterschießen lassen, damit wir alle 4 Schlachtschiffe fahren da unten lang. Ich kriege hier heute noch einen Anfall. Immer da, wo ich lang fahre. Da sind die Gegner nicht. Komm, Sandra. Komm, Sandra. Komm, Sandra. Komm, Sandra. Ich den nicht anvisiert, ich bin zu weit weg. Ach, scheiße. Ist weit auf den. Battleship in the distance. Wir können gleich umdrehen. Brest ist hier noch. Alles für Adrenalinrausch. Mein hat nicht viel gefehlt und ich wäre komplett weg gewesen, aber alles für Adrenalinrausch. Hab das Gefühl, die Gegner sind hier bei denen nicht so gut aufgestellt. Mich deucht es so ganz leicht. Wir müssen den Zandra wegkriegen. Der muss raus aus der Flanke. Wenn der hier tot ist, dann fällt hier alles. Der muss aber sterben. Da war er kurz. Da ist er wieder. Halli, hallo, hallöchen. Niedrigen. Eindrehen. Er hat gerade geschossen. Mal kurz abheben. Der brennt wieder. Sehr geil. Nachladen, nachladen, nachladen. Der muss jetzt sterben, der muss weg. Und der stirbt auch. Tschüss. Sauber. Mein Petro so in der Flanke ist auch noch eklig. Aber hält sich in Grenzen. Gut, umdrehen, rüber, ab zu A. War cool hier. Bam, 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 bam. Boah, hackt. Schießt hier zurück. Schießt hier eiskalt zurück.
Spinnt wohl. Jetzt müssen wir ganz schnell rüber. Mr. Jütland ist 15 weg. Die hören auf vorher. Die hören auf. Ich weiß Bescheid. Die kommen hier nicht an. Vertraut mir. Die kommen hier nicht an. Nochmal Tops von der Seite. Und Masso ist nicht down, aber fast down. Noch ein DD. Giering hier, wa? Druid unten. Ja, Giering ist noch hier. Ein Grund mehr, hier wegzufahren. Babababam. Kado lebt für den Rausch. Aha, ich brenne wieder. Bin Feuer und Flamme. Aber die Salven am Anfang, die haben da ganz schön gescheppert. Alter Schwede. Da war aber auch ein bisschen sehr viel Glück drin für die Gegner. Hätte ich mit meinen Kremlin auf mich hier geballert auf 20 Kilometer, ich hätte das Schiff nicht mehr getroffen. Arr. Das war ein bisschen frech. Der Kremlin dreht schon um. Die unten müssen jetzt zusehen, dass sie überleben. Achso, fast da und Shomu hat noch gut Leben. Shomu kann mit den tiefen Torps wieder schön alle zusammenballern. Moin, Tischgebrücken. Huhu. Viel Spaß beim Zuschauen. Ba, 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 ba. Scheiße, jetzt geht die Giering auf. Zu spät, zu spät. Aber Giering stirbt. Down. Druid auch gestorben. Sehr gut. Die Runde sieht gut aus. Moin, Brummel. Huhu. War die Goldmuni, ich sag's dir. Ja, yeah, 100 Pro. Dachte ich mir gleich. Ja, dachte ich mir gleich. Was ein komischer Split von den Gegnern. Was erwarten die denn, wenn die da mit vier Schlachtschiffen auf eine Seite fahren? Meine Kremlin ist ein bisschen in der Mitte geblieben. Der hat wenigstens noch ein bisschen aufgepasst. Aber die anderen da, das verstehe ich nicht. Da fährt ein Schlachtschiff immer vor und die anderen fahren dann einfach hinterher. Weiß ich nicht wohin. Oh, guck mal, ich ein Schlachtschiff. Ich fahre auch mit. Schlachtschiff, Fahrrad, tut, tut. So läuft das denn irgendwie? Also stelle ich es mir jedenfalls immer vor. Bleiben unsichtbar, sauber. Nichts anderes in der Nähe, was mich spotten könnte. Jetzt müssen wir bloß auf der Höhe von der Insel hier bleiben, damit die Kremlin mich nicht aufmacht. Und dann fährt der Easy Peasy einfach vorbei. Weiter vorhalten. Stellst du dir die Kremlin, Alter? Bei 40 Knoten. Gefühlt kommt ihr noch schneller vorwärts als ich hier. Kremlin. Huhu. Burn. Burn, burn, burn. Kremlin hat zurückgeschossen. Auch wieder gut vorgehalten. Hab sofort abgebremst, aber wirklich instant. Instant. 14, 15. Jetzt müssen wir ganz kurz unsichtbar werden. Und wir sind unsichtbar. 13, perfekt. Müssen wir mal ganz kurz erstmal rum. Okay. Glück gehabt, Freundchen. Glück gehabt. Wenn ich jetzt hier nämlich weitermache, habe ich die hier nämlich in der Flanke drin und das wollen wir nicht. Das tut denen doch ein bisschen doll weh. Denn was man schnell vergisst hier mit dem Schiff oder allgemein auch alles, was Richtung Schlachtkreuzer und Co. geht, ihr seid keine Schlachtschiffe. Das vergisst man schnell. Die Offensive mag manchmal sogar stärker sein als die eines Schlachtschiffs, aber ihr seid kein Schlachtschiff. Ihr tankt das nicht alles easy peasy weg, auch wenn ihr wollt. Das passiert leider einfach nicht. Ja, ja, Kremlin, träum weiter. Träum weiter, träum weiter, Kremlin. Auf Batterie nach Ladebooster. Bam, 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 bam. Der hatte gerade gelöscht, deswegen jetzt den Hauptbatterie nach Ladebooster. Ich will ihn einfach nochmal abfackeln. Dann haben wir den Brand oben drauf haben, ist schon mal, das ist die halbe Miete. Dann können wir gleich auf AP wechseln. Komm schon, brenn jetzt. Dankeschön. Brandschutz nicht geskillt, das ist auch schön. Was ist da auf J3? J3, da ist ein Knuddel. Knuddelmuddel. Muddelknuddel. Lass die doch mal da sich zusammenknuddeln. Auch Knuddler brauchen eine Fläche, wo sie sein dürfen. Iowa, Iowa. Gott, greif ja mich an. Komm ja bei mir angeschissen. Guck mal da hinten, denk mir, oh, da hinten sind Walterflieger. Genau neben mir. Packst du oder was? Ja, nee, ist klar.
Ey, ein Flieger abgeschossen. Ich freue mich. Total geil. Der Stöbel war dicht. Eine Menge AP. Plop. Au. Wie war der Fokus von den anderen jetzt irgendwie weg? Ihm haben die alle noch woanders hingeguckt. Au. Au. Ich hätte gedacht, seit Vincent Chung Moon Co. die machen da noch ein bisschen Druck, aber irgendwie haben die sie jetzt einfach umdrehen lassen. 9 Abpraller. Das sieht man auch nicht oft. Bom-bom. Aua, aua, aua. Burn. Burn, burn, burn. Pommern, pommern, pommern. Leider nicht abgefackelt. Lenkt auch noch ein. Scheiße. Der brennt sogar schon, aber leider nicht von mir. TK421 ist kein echter TK-Klad, oder? Nö. Mit denen haben wir nichts am Hut. Man gibt ja auch Fan-Clans und sonst was alles, aber mit denen, der sagt mir nichts. Komm, brenn noch mal. Scheiße, ich hab das AP geschossen. Dann wäre ich schon längst tot. Na gut, noch mal schön abgefarmt hier. Eieieiei. Hammer aufs Maul kriegt. So, Angriff. Puh. Ihr merkt aber schon, den alternativen Feuermodus zum Beispiel hier mit F, den nutze ich so gut wie gar nicht. Gibt einfach keinen Grund, den großartig zu nutzen. Es gibt einfach keinen Grund. GG. GG. Sehr schön. 137.000, nette Runde. Obwohl wir am Anfang voll auf die Fresse gekriegt haben, gleich da 30.000 oder sonst was gefressen haben, haben wir nochmal schön, 78.000 habe ich insgesamt gefressen, haben wir dort nochmal schön rumreißen können. Sandra schön geärgert, Pommern geärgert. Ey, Rest haben wir auf Iowa und auf Pommern halt gefarmt. Aber das kann sie halt gut. Wenn mit AP gerade im Moment nicht viel geht in dem HE, wenn Leute Breitseite zeigen, bei der Pommern hätten wir die ganze Zeit auch AP schießen können. Ich wollte die Abfackler unbedingt. Ich wollte mal mehr als einen Abfackler aktiv haben, aber sollte einfach nicht sein. So. Dankeschön fürs Mitkommen, ihr beide. Klick. Jetzt mit dabei der Shinobu und der Arctos, der angeblich offline ist. Der jetzt online ist. So, Shinobu, ich hoffe mal, diesmal lädt es bei dir schneller. Nicht, dass du wieder die halbe Stunde AFK da rumstehst. Schöne Runde gerade. Dankeschön, Kellenhammer. Was für eine Fähigkeit auf F? Die Konda hat keine Fähigkeit. Da gibt es keine F-Fähigkeit. Du meinst, es ist den alternativen Feuermodus. Den kannst du aktivieren. Den kannst du in einer ganz kurzen Etappe 2 Salven kurz hintereinander abgeben. Kann ich gleich nochmal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob der hier noch andere Fähigkeiten hatte. Alternative Feuermodus bei manchen Schiffen macht er denn auch mehr Damage oder hat mehr Durchschlag oder sonst was für Sachen. Mehr Abfackgeschacks, das wäre ja mal was. 100% garantierter Abfackler mit dem alternativen Feuermodus. Okay. Nein, um Gottes Willen. Mal kein Flugzeugträger, das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, erste Runde heute ohne Flugzeugträger. Kann man ja fast mögen. So, Moment, wo muss ich hier rüber havern? Da. Maximale Streuung geht runter. Panzerdurchschlagskraft der Hauptbatterie, Sprenggranaten geht hoch ab. Nee, der Sekundärbatterie auch. Ladezeit aber 44 Sekunden. Wir laden normalerweise hier mit einer Salve 13,2, sprich 26,4. Und du lädst denn hier, sage und schreibe, fast 20 Sekunden länger. Moment, da wollte ich auf. 20 Sekunden lädst du länger. Das lohnt sich bloß in ganz, ganz, ganz wenigen Momenten mal. To arms for liberty and justice. Azuma gegen Patri. Okay, in Annapolis bei den Gegnern. Shimakaze gegen Benham, gegen Gearing Sherman Z46. Das sieht doch ganz gut aus. Slava bei uns, Slava bei den Gegnern. Das wird eine üble Runde, nicht so viel Breitseite zeigen. Gear ist da, Petro ist da, Moskva ist hier. Shinobu, wo willst du hin? Willst du A nicht mitmachen? Willst du zu A oder willst du zu D? Schreib schnell, 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 schnell. Je nachdem muss ich die Seite ein bisschen helfen. Immer diese Superschifffahrer. Ekelhaft, ne? Ekelhaft. Er will zu A. Alles klar, dann mach ich C. Mach ich D. Müssen ein bisschen splitten. Ein Kreuzer ist zu wenig da. Weil du Radarkreuzer bist, ne? Sind jetzt zwei Radarkreuzer auf einer Seite. Vielleicht könnt ihr den gleich durchpushen.
Ich war die Kremlin. Kellnerhammer, du hast mir ganz schön reingekloppt am Anfang. Das tat weh. Aber ich habe mich noch gerecht. Gut gespielt, Kellnerhammer. Gut gespielt. Schön gleich am Anfang ausgenutzt, dass ich kurz gepennt habe. Hab bloß nach links geguckt, auf einmal kamen da drei Salben. Und ich glaube, deine Salbe, die hat bei mir ganz schön wehgetan. Ganz schön doll. Kommt auf eine Ladezeit von 26,4. 13,2, 26,4. Ladezeit mal 2. 26, 26,4. Bei zwei Salven. Das Stoßfeuer hier sind zwei Salven, die du gleich abfeuerst. Also 1,32 Sekunden sind dazwischen. Aber der lädt zu 44 Sekunden nach. Hier laden wir 26,4 nach für zwei Salven. Das ist der Unterschied. Darum ist das hier mit dem F-Skill halt bloß, lohnt sich in ganz wenigen Momenten. Wenn ich um eine Insel rumfahre oder kurz bei der Insel gleich dahinter bin, Stoßfeuer nochmal zwei Salben rüber und dann fährst du hinter die Insel und bist safe. Gott. Ach so meintest du das. Ja, Mathe-Krado. Mathe-Krado hat zugeschlagen. Ah, muss mehr trinken. Ich muss mehr trinken. Kuffe schon. Oh, einlenken, einlenken, einlenken. Rüber, rüber, wir müssen weg. Wir müssen weg. Volles Leben, noch nicht ein Schuss angekommen. Lauft, lauft. Okay. Mit Zielwasser. Och, ich finde, mit Zielen geht heute ganz gut. Außer die eine verrückte Patri-Runde vorhin. Da sollte er nichts treffen. Eine Runde 30k, die andere Runde 270k. Exakt alles so gemacht wie immer. War ein bisschen strange. Aber zum Glück war kein Doktor anwesend. Hallöchen, Kurfürst. Und Bönnig, schade. Kurfürst. Überhaupt keine DDs hier oder was ist hier los? Sind die alle? Das noch nicht schliefen? Ah, der brennt. Aha. Und lohnt sich für mich jetzt aber gerade nicht weiter zu ballern. Wir müssen ganz kurz unsichtbar werden. Da kommt die Salve. Ich hoffe, er hat nicht gesehen, dass ich langsamer werde. 13. Bin auf 13 offen. Bin auf 13 offen, Arctos. Einer ist auf jeden Fall hier. Ein DD. Da vorne ist er auch. Chimakase. Mutterboost. Und die nächste Kuffelsalve kommt. Müssen wir hier noch rum. Er hat geschossen, aber nicht auf mich. Das ist gut. 1000 bloß. Eischig, eischig. Weiter pushen kann ich hier nicht. Unser Monty könnte ruhig... Da hinten kommt Tops lang. Okay. Ich weiß nicht, wohin etwa der lang getoppt hat. So. Wie Sie sehen, meine Freunde, sehen Sie nichts. Bei A wäre wieder die bessere Ecke gewesen. Da ist deutlich mehr zum Beballern. Ach Mensch, Spielmanns macht es falsch. Die Schliefen müssen wir nochmal sehen, das wäre gut. Den können wir jetzt schön runterfackeln. Der ist jetzt komplett in unserer Range. Da kommt er lebendig nicht mehr raus. Oder er tötet uns. Eins von beiden. Z fährt raus, Schliefen offen. Perfekt. Hau Batterie nach, Ladebooster. Kann er gerade nicht weglenken. Abgefoggelt, abgefoggelt. Nun fahr da nicht gegen, fahr da nicht gegen, fahr da nicht gegen, fahr da nicht gegen, fahr da nicht gegen. Du fährst da nicht gegen, du fährst da nicht gegen, du fährst da nicht gegen. 10.000, I like this shit. Hey, Schliefen. I hope du hast Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Der Arme. Tut mir fast leid. Zumal ich auch weiß, dass er und ist down. Schön, das war die Schliefen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute nicht mehr nach vorne fahren. Ich habe keine Ahnung. Kein Plan, wirklich. Null. Nicht mal eine Idee. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. Naja, ja. Hopp mal ab hier mit euren Chest Tops. Ein Treffer. Yeah. Alter Monty. Monty, du hältst ein bisschen weit aus. Du kannst ein bisschen aggressiver fahren. Nur ein bisschen.
Bei Nero ist das gleiche, wenn der andere die DDs beobachtet. Bei mir ist dadurch, dass ich Schlachtschiffe immer so gern spiele, noch die meisten Runden mit Schlachtschiffen immer habe. Ich gucke immer ganz viel, was die anderen Schlachtschiffe machen, die Schlachtschifffahrer so. Wenn ich sehe, wo der mit seiner Monty hängt, der kann ja nichts beschießen. Da hinten irgendwo auf 30 Kilometer hat er eine Hindenburg, die er vielleicht beschießen könnte. Dann verstehe ich immer nicht so was. Die Patrick kommt hier. Was soll das denn? Patrick, help. Ey. Die ist... Ist clear. Das wäre jetzt völliger Käse, wenn der herkommt. Das wäre totaler Käse. Kommt uns hier gerade mal so um die Damage-Pinatas, damit wir ein bisschen Schaden machen. Schaden machen können. Noch ein paar Stone. Nice, das ist gut. Kurfürst, Kurfürst. Obam. Hier hätte man jetzt den F-Skill mal nutzen können. Hier hätte man zwei Salven schnell darüber ballern können. Das wäre mal eine Situation gewesen, wo sich es vielleicht mal rentiert hätte. Aber wie sagt man so schön, hätte Fahrradkette. Im Endeffekt hätte das dann auch nicht viel gebracht, aber keinen großen Unterschied gemacht. Bam, 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 bam. Na, Kurfürst, was machen wir jetzt? Ne, er zieht weiter weg. Firma. Moment. Upp. Hat er nicht zu mir gedreht. Perfekt. Hat er zu... What? Die haben doch gerade noch ganz woanders hingeguckt. Er hat nicht getroffen. Ich fühle das, Kurfürst. Ich fühle das. Disst ihn jetzt nicht. Der Arme fährt Kurfürst. Wer sowas freiwillig fährt, ja, den disst man nicht. Der kann da nichts für. Das ist das Schiff. Das Schiff. Es ist verflucht. Verflucht. Deutsche Genauigkeit. Wieder daneben. Deutsche Genauigkeit. Sag mal, kann der mal brennen? Der brennt in der Mitte die ganze Zeit, ne? Der von mir noch? Nee. Der hat gerade gebrannt. Bin ich grad doof? Ich hab grad auf Feuer gehabt. Ja, du bist doof. Alter, chill mal dein Leben, Kurfürst. Boah, ich muss ja langsam Gas geben. Jetzt muss ich hier langsam abhauen. Das wird mir jetzt zu, das wird zu doll jetzt hier, das Bild. Ah. Ei, 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 ei. Ah, ah. Au. Ah. Zu viel geschauspielert? Ja, ich glaube, ne? A little bit too viel. Oh, jetzt aber. Karma kommt gleich. Ja, ja, der one-shottet mich gleich hier. Denn so lol, da habe ich gar nicht hingezielt. Was trotzdem one-shot. Cool. Das habe ich auch noch nie geschafft. Irgendwie sowas kommt denn. So eine richtige Karma-Schelle. Leute, kann die Montana mal irgendeiner anschieben? Kann mal irgendeiner unserer Montana sagen, dass man auch einen zweiten Gang einlegen kann? Meine Fresse. Ich habe nichts gegen das vorsichtige Spielen, aber man kann es auch übertreiben. Down. Tschüss, Ding. Cool. So. Haben wir schon mal den Kurfürsten weg. Nice, nice. Ah! Haben wir den schon mal down? So, was haben wir jetzt hier noch? Slava, Satsuma ist da. Shima eiert da immer noch irgendwo rum. Wo ist denn hier unser DD? Arktos, sag mal, was los? Arktos müde. Arktos jetzt wieder im Pokéball. Mit heute ein Kurfürst in der Cherbourg von Teil 5 zieht das gedrückt. Wusste nicht mal, dass das geht. Meine League, das kannst du aber nicht vergleichen. Die Cherbourg ist ja weich. Da schafft das selbst ein Kurfürst. Valhalla Dream, wer bist du? Die Slava. Slava, Slava. Zwei DDs hat er am Arsch. Kein Sprit mehr bei Monty? Ich glaub. Weiß nicht. Ganz vorsichtig kommt er hier. Ganz vorsichtig. Die Boogie down. Schön.
Sehr schön, sehr schön. Uhu, leichtes Ziel, dafür den Sub 6 Monate. Dankeschön dafür, halbe Jahr schon voll. Auf noch viele weitere halbe Jahre. Woo! So, Shima. Shima wird jetzt decappen, habe ich gehört. Und wir stehen gleich direkt vor der Shima. Pass mal auf. Das wird gleich super gut funktionieren. Bababam. Sonst haben wir jetzt hier noch zwei extreme Sniper-BBs und drei DDs und der Annapolis. Also, boah, was ist hier gerade die größere Scheiße, die man jetzt nicht jetzt aussehen kann. Irgendwie alles nicht so geil. Na, geht's noch rüber? Ist ein Smoke erschienen? Bin sogar noch spotted. Bam, 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 bam. Jetzt hätte ich lieber eine Hydro. Ich hätte so gerne Hydro. Hydro, Hydro. Schade. Der Neppel ist gut reagiert. Das wäre für ihn jetzt fast schief gegangen. Dachte ich mir schon, dass er da drin steht. Jemand hat für ihn gesmoked oder wer auch immer und der ist da reingefahren. Mosfra down, nicht gut. Hindenburg down, sehr gut. Patrick, gut gemacht. Komm, 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 komm. Sei ganz dicht an der Insel, sei ganz dicht an der Insel. Und er ist ganz dicht an der Insel. Hier, den halte ich jetzt auf. 2 Kilometer direktes Spotten, was völliger Schwachsinn eigentlich ist. Den halte ich jetzt auf. Die, so schnell kommt er nicht weg, hier. Da kommt schon wieder Torps, ist mir egal. Wollte ihn nur aufmachen. Auf 2 Kilometer geht alles auf, wenn die ranfahrt. Außer U-Boote. Schönes Ding! Slava geil gemacht. Oh, Slava hat genau bei sich da einen drin. Scheiße. Das ist der Zuma. 1,8. Komm schon, komm schon, komm schon. Lol. Der mir wird gerade gekappt. Und Scheiße, er ist rausgefahren. Dreck! Der hätte sterben müssen. Mist, Mist, Mist. Kommt bestimmt hinter mir gleich Torps hier an. Da kommen bestimmt gleich Torps hier an. Ba, 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 bam. Nope. Ist klar, Neppelis, ist klar. Scheiß überpautes Kackschiff, Alter. Der drückt der mir. Habt ihr das gerade gesehen? Alter. GG. 95% weg. Ja, ja. Mit einer Salve. Das ist so nass. In Neppelis ist einfach nur nass. Tschüss, Ding. 1,5. Naja. Immerhin. Viele Cap-Wechsel waren nicht. Gegner haben sehr passiv gespielt. Zuma, der hatte volles Leben gerade noch da sonst wo rumgeeiert. Und so Monty hier, 1000. Oh man, 1000. Naja, 133.000. Schön zusammengespielt. Sagt der Spieler, konnte. Komm, in Neppel ist ja wohl nochmal ein ganz anderes Level. Das ist ja wohl nochmal was ganz anderes. Das war ja wohl frech mit seinem muxigen Kackkaliber, mir da so viel zu drücken. Bullshit. Meine Freunde, das war unser Ausflug mit der Conda. Ein unglaublich geiles Schiff. Kann ich euch nur empfehlen, ans Herz legen, auch mal selber zu spielen. Holt zu euch eins der geilsten Superschiffe, die man so haben kann. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren. Dann sehen wir uns schon bald wieder. Eure Erfahrung zu Conda gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt zu Conda, könnt ihr natürlich diese auch gerne stellen in der Kommentarsektion. Haut rein.